Willkommen, willkommen aus Barcelona. Wir sind hier bei Huawei und haben ein paar Handys auf dem Tisch liegen und eine ganz große Kamera. Wieso? Ganz einfach, hier wurden diese Mobiltelefone vorgestellt. Das P10 von Huawei ist ein wunderschönes Gerät, hat einen Fingerabdruckleser und vor allem eine sehr gute Kamera, sowohl vorne als auch hinten mit Summarit und Summilux-Technologie. Wieso? Zwei verschiedene Technologien, ganz einfach. Das Plus-Modell hier unten, das wird April auf den Markt kommen, das hat einen Summilux-Wert, das könnt ihr bei Leica nachlesen, was das genau heißt. Und Summarit ist auch nicht so schlecht, aber im Lowlight wird das Plus ein bisschen bessere Fotos machen. Aber beide machen wirklich wunderschöne Fotos, denn wir haben Dual-Kamera-Technologie. Alles von Leica entwickelt und natürlich hier von Huawei da nicht nur verbaut, sondern auch weiterhin perfektioniert. Denn natürlich muss das auch noch alles in so ein Gehäuse passen. Wenn ihr aber mal auf einer Party seid und nicht einfach nur Fotos machen wollt, die irgendwann mal ausgedruckt werden oder per Dropbox oder wie auch immer verschickt werden sollen, könnt ihr dann so eine kleine Polaroid-ähnliche Kamera benutzen von Leica, die heißt Sofort. Kamera oder Leica Sofort. Also wie der Name schon sagt, ihr kriegt sofort ein Bild rausgeschossen. So ein zum Beispiel wurde gerade von mir hier auf der Messe gemacht. Gerade eben dauert dann keine 2 Sekunden, bis es dann hier rauskommt, nachdem ihr den Auslöseknopf gedrückt habt. Dann dauert es dann noch ein bisschen, bis es sich entwickelt sozusagen. Die chemische Reaktion dauert dann vielleicht eine Minute. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall auf der Party einen super coolen Gag hier entsprechend haben mit Huawei und Leica. Wieso erzähle ich das Ganze gerade? Diese 300€ Kamera gibt es geschenkt dazu, wenn ihr ein P10 vorbestellt oder ein P10 Plus vorbestellt bis zum 15. März. Die genauen Details findet ihr aber unten in der Beschreibung und auch zum Beispiel, wo ihr dann zu der Kamera irgendwann dann noch vielleicht Papier dazu bekommt. Denn natürlich kriegt ihr zwar 10 Instax Mini kleine Papiere dazu, aber die muss man natürlich nachkaufen. Sind zwar nicht ganz so günstig, dafür ist die Kamera genial, denn macht wirklich wunderschöne Fotos. Ich mache sie mal ganz kurz an, dann seht ihr, die Linse ist auch sehr, sehr gut, kommt relativ weit raus. Ihr habt aber eine sehr einfache Bedienung, ohne Display, ohne alles, wie man das von früher noch kennt, einfach auswählen, mit Blitz oder ohne Blitz und vielleicht hier noch ein paar Modi auswählen, aber dann kann man einfach hier den Knopf drücken und schon geht's los mit einem coolen Partyfoto. Ihr könnt doch hier durchgucken, damit ihr ganz genau seht, was da drin ist, und hier kann man das Papier austauschen, werde ich jetzt aber nicht aufmachen, denn dann gehen die Papiere kaputt, denn die dürfen natürlich kein Licht abbekommen, wie früher auch schon nicht, wenn es darum geht, dass wir natürlich das Papier nicht kaputt machen wollen. Hier kommt es dann auf der Seite raus, wenn ich ein Foto geschossen habe, und das war es dann auch schon hier mit der Vorstellung sozusagen von dieser wirklich coolen kleinen Kamera, die Leica Sofort Kamera, die es wie gesagt einfach mit dazu zu kaufen auch geben könnte, aber gibt es einfach geschenkt dazu, wenn ihr ein P10 oder ein P10 Plus vorbestellt, noch in diesem Jahr. So, das war es auch schon mit der ganz coolen, kurzen Erklärung zu der Aktion, die P10 Sofort genannt wird. Hier auf dem Mobile World Congress 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch meine Hands-on-Vergleiche, Farbvergleiche und alles Mögliche hier zu den Smartphones und anderen Geräten auf der Messe an. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balázs Gál und tschüss.